Hallo, liebe Fische, herzlich willkommen bei Löwenherzlein zu eurem Orakel für den Dezember 2024. Ja, das Jahr geht jetzt zu Ende, der letzte Monat in diesem Jahr, und der Pluto ist jetzt endgültig in dem Wassermann bis 2044. Genau. Am 19. November hat er das Zeichen gewechselt vom Steinbock, wo er seit 2008 sich befunden hat, und ist jetzt in das Tierkreiszeichen Wassermann gewechselt. Ja, wir schauen, wie die Veränderung sich jetzt vielleicht bei euch auch schon auswirkt. Ja, schreibt gerne in die Kommentare auch, wie ihr diese Zeit jetzt wahrnehmt. Fakt ist, es wird immer schneller gehen und man hat das Gefühl, man kommt nicht mehr hinterher. Das sind auch noch andere astrologische Begebenheiten, die dafür sprechen. Der Mars ist jetzt noch im Löwen, geht nochmal zurück in den Krebs, genau. Und dann wird es nochmal etwas, dass man mehr in sich geht, wenn der Mars im Krebs ist, dass man sehr sensibel wird. Ja, spannende astrologische Konstellation zur Zeit. Wenn ihr darüber mehr wissen möchtet, schreibt mich gerne an. So, ich mische hier die ganze Zeit. Wir wollen natürlich jetzt die Karten befragen, wie euer Dezember aussieht. Was tut sich für euch da auf? Mit welchen Dingen setzen sich die Fische hier auseinander? Und da hätte ich gerne 5 Karten aus diesem Tarot-Deck. Wir decken dann gemeinsam wieder auf. Die dritte. Und noch 2, bitte. Die waren zu viele. Da haben wir die 4. Und noch eine Karte aus diesem Deck. So, weiter geht's mit den Lennemore-Karten. Da hätte ich auch gerne 5 Karten für die Fische für den Dezember. Was sagt das Lennemore-Deck zu euren Themen? Was gibt's dazu hier von den Lennemore-Karten zu sagen? Und noch eine Karte aus dem Deck. Da haben wir es. Und dann nehmen wir immer noch das kleine Tarot-Deck. Das ist immer sehr schön, weil oftmals die gleichen Karten herausfallen wie aus dem großen. Das ist immer noch eine Bestätigung. Und wir schauen mal, was die kleinen Karten sagen. Das waren zu viele. Ich hätte gerne, das war eindeutig. Da haben wir noch eine. Noch eine. Noch 2. 2 aus diesem Deck, die flog aber heraus. So, und the last aus diesem Deck. Und eine aus dem Orakeldeck als Themenkarte, was sich den ganzen Monat begleiten wird als Thema. Ups. Da sind 2 gefallen. Erleuchtung haben wir einmal. Wir nehmen die beiden natürlich dann auch. Und Erfolg. Also du scheinst hier im Dezember, irgendwas scheint dir sehr klar zu werden, was sehr erfolgsversprechend ist, was dir Erfolg bringt. Und jetzt schauen wir als erstes, was die Tarotkarten hier dazu sagen. Da haben wir 9 der Stäbe. Wow, krass, die 8 der Schwerter. Das ist, diese Konstellation hatte ich auch noch nie, weil das sind ja eher destruktive Karten. Die 9 der Stäbe spricht von dem verwundeten Krieger, der sich aber nichts vormachen lässt, der sehr verletzt ist auch, sehr, sehr misstrauisch ist. Und sich hier mit den 8 der Stäben eigentlich auch sehr handlungsunfähig
fühlt, der das aber durchstehen muss, emotional, ja, der eigentlich vertrauen muss, ja. Wir schauen, wie es weitergeht. Page der Schwerter hier als Karte in der Mitte. Der Wagen und der Turm. Krass, hier zwei große Arkanen auf dieser Seite, der Wagen und der Turm. Der Wagen, eine Erfolgskarte. Ja, um was geht's bei dir? Diese Situation, ja, in der du vielleicht schon länger steckst, das weiß ich jetzt nicht, aber wird sich hier im Dezember für dich lösen, weil du weißt, wie es geht. Du holst dir nämlich Informationen ein, du kommunizierst das Thema, um was es auch immer bei dir gehen mag, mit dem Page der Schwertern. Da informiert man sich. Man holt sich viele, viele Informationen zu einem Thema, bespricht das mit anderen und irgendwas ist dabei, was du sagst, ja genau das ist es. Das fehlt mir, um meinen Plan zu verwirklichen. Und zwar wird das hier so passieren, der Turm passiert immer von außen, ja, und du holst dir ja auch von außen deine Infos. Und da wird irgendwas dabei sein, was ein Game Changer sein wird, weil der Turm ist eine massive Energie, da wird sich alles verändern, sehr brachial, aber ist ja auch nicht immer negativ zu sehen. In deinem Falle sogar positiv, weil wir haben hier den Wagen nebenan, das ist die Erfolgskarte. Es geht hier voran, du hast die Zügel hier wieder in der Hand. Kann auch ein Ortswechsel hier anstehen für dich, also physisch, dass du irgendwo anders hingehst. Weil irgendeiner dieser Gespräche, dieser Informationen dich in diese Richtung schubst. Wir schauen mal weiter, was die Lenormand-Karten sagen. Da haben wir die Sense, der Bär, das Labyrinth. Ja, passt auch unter den Page der Schwertern. Du weißt, du brauchst Wissen. Wie komme ich hier hin? Ja? Du irrst hier noch ein bisschen rum und dir fehlt hier die Handlungs... Ja, die, wie soll ich mich hier ausdrücken? Du weißt nicht, was du als erstes tun sollst. Du kannst hier nichts tun mit diesen 8 der Schwertern. Und das liegt sicherlich auch an deinem Misstrauen, ja, dass du eher in der Mangelenergie hier bist. Aber das wird sich ändern, weil du hier irgendwas an die Hand bekommst, was dir sehr von Nutzen ist. Unter dem Wagen das Schiff und unter dem Turm das Haus, die Stabilität. Ja, auch mit dem Schiff, es geht hier voran, zwar langsam, aber es geht voran und zwar in Richtung Stabilität, in Kontinuität. Also du kennst zumindest das Ziel, ja, was du hier Ende November oder Anfang des Monats Dezember noch nicht weißt, wird dir hier gelingen. Und zwar haben wir hier die Sense, ist immer Uranus-Energie auch, also plötzlich passiert hier was, plötzlich kommst du hier in deine Stärke, in deine Kraft, der Bär kann hier für eine Person auch stehen, ja, für eine ältere Person, für eine Person mit Führungsqualitäten, der weiß, wo es lang geht, der sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt, da müssen wir mal schauen, ob du das hier bist. Ich glaube eher, das bist du hier selber, dass du in diese Stärke, in diesen Mut, in diese Kraft hier kommst, aufgrund irgendeiner Information oder Informationen. So, was sagen die kleinen Tarotkarten dazu noch? Ja, das war genau diese Energie. Du siehst auf dieser Seite hier die 9 der Stäbe, die 8 der Schwerter, so, und darunter die 4 der Münzen und 5 der Kelche. Auch sehr destruktive Karten, hier hält man fest, hier hältst du noch fest, du traust dich nicht, kommst nicht aus deiner Komfortzone, gehst auf Sicherheit, verschließt dein Herz, bist hier sehr starr und unbeweglich aufgrund dieses Misstrauens. Das rührt eben auch daher, weil hier mit dem 5 der Kelchen, man hängt so ein bisschen im Selbstmitleid, dass hier irgendwas nicht geklappt hat und da verharrst du drin und du wirst hier erkennen, es bringt dich überhaupt nicht weiter. Aber irgendwas passiert hier, was dich aus diesem Modus hier rausholt, was dich dann weiterbringt. Ja, Rat des Schicksals,
Krass. Und die zwei der Kelche. Gerade der Schicksals-Jupiter-Energie, immer das Quäntchen Glück, also hier wie der Wagen auch, das ist Krebs der Wagen, das ist Jupiter, dass man hier ist wieder in der Hand, hier passiert ein Change aufgrund irgendwelcher Informationen, die du hier bekommst, irgendwelcher Gespräche, bist du in der Lage, hier was in deine günstige Richtung zu drehen. Und zwei der Kelche, ja, das spricht für eine Versöhnung. Das spricht für eine Seelenpartnerschaft. Auch auf das Schiff hier gelegt, nachdem du dich immer gesehnt hast, das war dein Wunsch, vielleicht jemandem zu begegnen. Vielleicht kennst du die Person, vielleicht auch nicht. Aber irgendwas wird dich hier in den Erfolg bringen. Das haben wir hier auch. Erleuchtung, Erfolg. Irgendwas ist dabei, wo du sagst, jetzt weiß ich, wie es geht. Und du kommst aus dieser sehr destruktiven Energie wieder in deine volle Stärke zum Erfolg. Wagen, Erfolgskarte. Und es geht um eine Seelenpartnerschaft, eine seelische Verbindung zu einem Menschen oder um eine Versöhnung. Ich schaue im fortlaufenden Reading natürlich mir das hier genauer an, um was es hier geht, mit Sternzeichen und Zeitangabe. Falls wir uns nicht da sehen, wünsche ich dir einen tollen Dezember, tolle Weihnachten und wenn du persönlich beraten werden möchtest, dann schreib mich gerne an. Ich verlinke dir die Kontaktadressen hier unter dem Reading in der Beschreibung. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut, dein Löwenherz.